Videos, aber nicht lachen, meine Freunde. Heute gibt es die kleine Nicht-Lachen-Challenge indoors. Und meine Freunde, es wird nicht einfach. Es passiert so viel Mist. Wir haben die heftigsten Troll-Momente und alles Mögliche in dieses Video gepackt. Und seid gespannt auf was wirklich sehr, sehr nice ist. Like da lassen, wenn ihr DOS feiert. Und wenn ihr glaubt, dass ihr nicht einmal lachen müsst, so wie ich gerade. Ich mach völlig ernst, Leute. Völlig ernst. Okay, viel Spaß im Video. Kuss. Let's go. Wir sind auf dem Kanal von XNSR. Und wie man sieht, oh, Digga, der DOS-Sweat. Ganz, ganz wild. Okay, wir laden rein. Ennis. Ey, ich hasse diesen Skin, Leute, ne? Ich sag euch, wie es ist. Es gibt so viele, die mit damit rumlaufen. Da ist auch irgendwie ein Kollege anscheinend. Freund. Es ist der Freund. Das Update ist endlich da, Mann. Safe. Okay, okay. Dann geht mal rein und verliert keine Zeit. Wie oft stirbt man? Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Also ich bin schon sehr oft gestorben, 29 Mal. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie oft ihr gestorben seid. Und jetzt bin ich gespannt. Ich habe das Spiel mehr als du gespielt. Ey, der hat auch 29 Tode. Krass. Okay. Er sagt, oh, okay, weil er 6 Mal gestorben ist, ne? Der hat auf jeden Fall noch nicht viel gespielt, Leute. Aber die denken, das Update ist broken. Weil die Lobby dieselbe ist. Ja, das habe ich tatsächlich auch gedacht. Hä? Warte. Irgendwas ist neu. Oh, Screech ist da oben. Oha, Leute. Nice. Update. Einfach nur kurz ein Monster da reingepackt, ne? Jetzt bin ich mal gespannt, Digga. Sie sind im Fahrstuhl. Man kennt ihn. Diese ganze Ruhe, die man am Anfang hat, ne? Alles ist entspannt. Digga, was ist das eigentlich für ein Skin? Ich find's cool, dass das so spielt. So macht DOS, glaube ich, auch richtig Bock. Sie sagen, alles hat sich geändert. Okay, okay. Bisher alles chillig. Er guckt nach neuen Items. Das Kruzifix, ne? Ist, ja, ist das jetzt mit dem Update neu gekommen? Das weiß ich gar nicht, Leute. Das müsst ihr auf jeden Fall mal schreiben. Oh, neues Item. Er hat es entdeckt. Ist das Kruzifix? Was ist das denn? Das ist ein Schlüssel. Ich bin gespannt, wenn die ersten Monster kommen. Oh, ich hasse die Leute, die mal durchpushen, ne? Und diese neuen Bilder, Leute, die können sich auch in die Haare schmieren. Warte. Ich denke, wir spielen Fake Doors, weil die Räume dieselben sind. Er ist disconnected und sagt, komm, wir gehen richtiges Doors. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Was passiert jetzt? Ey, warte mal. Das ist doch auch wieder das Gleiche, oder? Der Schwitzermodus, wenn man mit anderen Leuten drin ist, Leute. Oh. Man kennt ihn. Rush. Erstmal ausgewichen. Okay, okay. Digga, man kann einfach auch nichts sehen, ne? Man kann wirklich nichts sehen ohne Taschenlampe. Es ist zu schlimm, Leute. Also Hashtag Lampe in die Kommentare, wenn ihr das fühlt. Jetzt bin ich gespannt, wo sie jetzt sind. Ha? Ha? Wir machen Tür auf. Bruh. Ja, die dunklen Räume sind jetzt auf jeden Fall richtig nervig. Ich bin gespannt, wenn gleich die erste Fake Door kommt. Ja, noch sind sie gut unterwegs. Wieder dunkel. Die fragen sich schon, was ist das denn? Er kann die Tür auf jeden Fall nicht aufmachen. Aber wir wissen genau, was da jetzt passiert. Ha? Kommt wieder Rush? Ja. Ich finde das so nice, wenn der auf einen zukommt und man im Schrank richtigen Spot erwischt. Was ist das hier mit der Uhrzeit? Ha? Seit wann läuft denn da die Uhrzeit, Leute? Das wusste ich gar nicht. Auf jeden Fall ist jetzt erstmal wieder der Loot Room dran. Seek ist auch dabei. Ich wusste gar nicht, dass es diese Bilder da gibt. Seit wann das denn? Let's go. Whoa, 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 hey, 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 wow, wow, wow. Ey, das erste Mal, wenn man Seek begegnet, Leute, das ist richtig nervig, ne? Oh, Digga, der braucht aber ganz schön lange. Ich weiß nicht, ob der das überhaupt schafft. Safe wird er noch geholt. Ja, doch. Hat er noch gut hingekriegt hier.
und ist jetzt bis zum Ende durchgestruggelt. Sehr gut. Bisher war noch nichts anderes. Und er sagt, Sieg ist sein Favorit. Was ist passiert? Guck mal hier, sagt er. Ah, jetzt kommt Dupe. Der hat Angst, ne? Er weiß genau, da passiert irgendwas. Der Raum ist verflucht. Folg mir! Nein, er geht falsche Tür, safe. Er geht so falsche Tür rein. Okay, go. Denkst du, diese Tür ist real? Ja. Ich denke, die ist real. Da ist Dupe drin. So real ist die. Kein Dupe. Sie sind durchgekommen. Jetzt wieder Bilder tauschen. Man kennt ihn. Oh, der Sweat ist auch immer richtig nervig. Warum will immer jeder diese Bilder da reinpacken? Am meisten so, ne? Er kennt ihn nicht. Aber wir sind schon 45. Das ist gut. Oh, diese verschlossenen Türen auch jedes Mal. Vor allem, du musst auch so viele Räume dann durchgucken, ne? Was ich ein bisschen komisch finde, ist, warum eigentlich man unter die Betten kann, obwohl das eigentlich immer so ist, dass wenn sie kommt, Schränke in der Nähe sind. Und er sagt, der Raum ist jetzt wirklich verflucht. Wir haben es wieder gesehen. Es gibt zwei Ausgänge. Aber welche? Bis ich auf den Trichter gekommen bin, mir zu merken, wo Dupe eigentlich, also was Dupe eigentlich macht, boah, das hat echt lange gedauert, ne? 2, 3, 4 Runs bestimmt. Also, dass man sich halt auch die Türnummern merken muss, ne? Okay, jetzt gehen sie durch. Das ist der Raum 46 Key. Aber sie wollen den 47er öffnen. Ey, ich hab mich auch das erste Mal so erschrocken. Das ist der Fake Room. Oh. Ja, Tür geht auf. Auf chillig. Ob sie es bis zum Ende schaffen? Otto 100 wäre natürlich Schmackofatz. Krieg auch schon wieder richtig Bock, Dors zu zocken, ne? Die Geräusche auch immer nebenbei. Hä? Hä? Was geht denn jetzt ab? Jetzt müssen sie sweaten, Digga. Digga, der Sweat. Auf die Bücher. Aber ich finde mittlerweile, Figure ist echt easy, easy Character, ne? Die Stage kannst du easy machen. Plan gezogen. Der Sweat nach oben auf jeden Fall. Der wird auch sehr, sehr interessant. Okay, haben sie geschafft. Erstmal den Code hijacken. Wer kennt ihn nicht? Oh, was? Er hat falsch eingegeben. Oh, oh. Das ist neu. Das war, das kam irgendwie nach dem Update erst. Am Anfang ist er noch nicht durchgelaufen. Aber jetzt muss der Sweat richtig kommen. Digga, warum haben die sich so hart vertan? Jawohl, Tür offen, weiter geht's. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt in Jeffs Shop wird. Easy. Ich habe gehört, dass diese Charaktere, die da drin sind, einen Jumpscare haben. Ich will das tatsächlich mal untersuchen. Ihr könnt gerne mal auf meinen Roblox-Kanal gehen, Denomi Roblox. Da beschäftigen wir uns auch mit Roblox-Stores und machen halt so Kruzifix-Experimente auch. Kann ich euch nur sehr ans Herz legen, auch mal den Kanal auszuchecken. Ich würde halt mal gucken, ob wir hier ein paar Jumpscares rausgebaitet kriegen. Jetzt erstmal beim Jeff-Shop ein bisschen was einkaufen. Crucifix! Aber ich habe als erstes den Skeleton-Key gekauft, ne? So. Oh mein Gott. Er kann sich nichts kaufen. Aber sein Mate vielleicht? Aber sein Mate sollte eigentlich den Skeleton-Key holen. Aber er hat das Kruzifix. Ich find's Item auch geiler, Digga. Ich bin ehrlich. Er sagt, los, gib mal Trinkgeld. Das ist so die Goldfalle. Hä? Thank you, sir. This will save me from sea.
Okay, sie wollen weitermachen. Warte, er möchte was. Das dauert auch so lange, ey. Eine Minute locker, bis man da durch ist. Und dann nichts passiert. Okay. Let's go, let's go, let's go. Sind schon Door 55. Da ist der Secret Room. Und da ist das Skeleton Key. Ist natürlich nervig, wenn man den nicht gekauft hat. Nice gemacht, Leute. Aber man kann ihn ja wieder kaufen, indem man Geld farmt. Die Roblox-Charaktere, wenn die einen so angucken, sieht so dumm aus, als hätten die gar keine Ahnung. Taschenlampe wieder eingesnackt, okay. Jetzt müssten sie ja eigentlich den Secret Room sehen, ne? Nein, sehen sie nicht. Aber sie sind im Keller, glaube ich, für den Secret Room. Oh. Junge, wenn der im Schacht ist, Alter. Richtig creepy. Sind die nicht gerade im Kreis gelaufen? Ja, jetzt muss er wieder den Schwitzermodus machen. Wieder zurück. Oh, wie oft ich das erlebt habe, Leute. Das ist fühle ich 1:1. Und da ist der Schalter, Mann. Ich freue mich auch immer so, wenn ich den dann finde. Seit wann ist da denn ein Schlüssel nötig? Okay, sieht gut aus. Kurt Sieg noch vorbei. Was ist mit dem Kruzifix? Oh, Dupe ist wieder da. Also, welche Tür nehmen sie? Selbst ein Kollege nimmt die falsche Tür. Also, sie sind eigentlich Pros. Deswegen würde ich sagen, sie wissen, glaube ich, schon, welche die richtige ist. Aber welche werden sie nehmen? Vor allem diese Batman-Millionär-Musik. What the? Oh, oh. Glaubt ihr, der Room ist real? Ich sage... Nein. Dramatisch. Oh, der ist tot. Digga, zu gut. Hilfe. Oh, geil. Oh, er hat das Kruzifix ja noch am Start. Sieg wird sterben, sagt er. Er wird ihn finishen. Da bin ich ja mal gespannt, ob er ihn finishen wird, ne? Sie laufen beide. Sieg wird beschworen. Oder? Er sagt, geh. Ich mach das. Ich werde hier campen. Oh Gott. Ich habe die Animation noch nie gesehen. Aber jetzt geht's los. Er steht da schon. Ready for Sieg. Da! Jawohl, Alter! Sieg stirbt jetzt! Hä? Der ist nicht tot! Und man sieht schon, let's go! Roblox Funny Moments, Like und Abo reinschallern, finde ich in Ordnung, habe ich auch gemacht. Und Alice ist wieder am Start. Wait, what? Oder er sagt, hey, willst du ohne mich Roblox Door spielen? Und ich glaube, er sagt, nee, würde ich auch nicht machen. Ich wollte dich eigentlich gerade einladen, sagt er. Glaubt er ihm? Okay, kommt jetzt. Okay, kommt jetzt. Okay. Ich wusste es. Und er sagt, keine Sorge, wir werden heute keinen Roblox Door spielen. Und er sagt, heute werden wir für Secrets gucken. Seine Detektiven-Skills sagen, es gibt dort ein Secret. Ja, ja. Are you sure there is secrets? Es fragt, nein, bist du dir sicher? Ja, ja, ich bin mir sehr sicher. Und ich bin nicht Alex. Er ist Detective Alex. Follow me. Okay, er soll ihm folgen. Ich bin sehr gespannt. Mal gucken, was da jetzt so geht. Friend, warte. Die wichtigste Regel ist, alles looten. Ah ja, weil sie halt das Geld brauchen, ne? Ja, ja, man kennt die Leute, immer das Ingame. Oder, hey, hast du das gerade genommen? Man braucht eine Menge Münzen, ja, ja. 500 Coins sind wichtig, wegen Kruzifix und Skeleton Key, Leute, ganz, ganz wichtig. Also, sie gehen und ziehen jetzt durch, ne? Dickes Loot-Business. Warte mal, was? Ich habe gesagt, du sollst alles looten. Er hat es vergessen, ne?
Man kennt ihn, Leute. Wirklich alles mitnehmen. Oh, wichtig. Wichtig. Der 50er schmeckt immer, Leute. Ey, eigentlich hätte ich auch mal Bock auf so eine Roblox Funny Memes. Oh, da war gerade Ei. Diamond, Diamond. Oh, nice. Big Loot gewesen gerade. Oh, oh. Rush kommt. Das bin auch wirklich immer ich, wenn ich in den Schrank gehe, Leute. Egal, wie oft man durchspielt, immer ein Rush kommt. Oh, Gott. Man darf auch nicht zu oft zocken, ne? Ist immer wichtig, auch eine Pause zu lassen in den Games, damit man sich immer wieder freut, wisst ihr? Dass man das zockt. Oh. Oh, oh. Die Opa hat ihn so weggesnackt. No. My HP. Tja, der hat auf jeden Fall jetzt echt wenig Leben. Oh, was ist das denn? Jawohl! Wenn man den Key direkt findet, Leute, so satisfying, so befriedigend. Wenn du brauchst Schlüssel, Digga, du gehst direkt an die Schublade und machst auf und du weißt direkt, der Key ist da. Und jetzt kommt wieder Rush. Aber kein Ding. Die ziehen jetzt gut durch. Ich glaube, Tür 26 stand gerade dran. Ich bin der Meinung 27. Jetzt ist Big Rain Time. Ich sag, die waren gerade 26er Tür. Und er sagt, ich habe sehr, sehr wenig Leben. Ne? Du musst als erstes gehen. Welche Tür ist es? Nimm die 27, Bro. Nimm die 27, Bro. Nein, nein, nicht die. Nicht diese Tür. Ich glaube, sie waren... Ich würde sagen 27. Links. Oh, welche Entscheidung wird's? Oder vielleicht... Er sagt, los! Nein. Oh, es war 26. Ich wäre so dead gewesen. 50-50%. Ich habe das Secret Item gefunden, sagt er. Was denn? Das ist doch nur eine Kerze, Mann. A few minutes later. Ein paar Minuten später sind sie bei Sieg. Und er sagt, hey, hoffentlich ist Sieg nicht sauer auf uns. Und zwar beim letzten Mal haben wir Sieg mit Kruzifix ordentlich weggerippt. Und ja, Leute, das war lustig. War richtig nice. Oh, oh. Jetzt müssen wir durchziehen. Ja, okay, entspannter Run auf jeden Fall. Das finde ich, beim ersten Mal ist das natürlich gut schwer. Aber danach so ist echt sehr, sehr geschmeidig eigentlich, ne? Wo ist dein Mate? Sein Mate ist nicht da. Ah, da. Er ist ein Noob. Let's go. Oh, Screech, erschreckt deinen aber auch immer so eklig. Jawohl, komm, Buddy, komm, komm. Die haben vier dunkle Räume gekriegt. Boah, das ist natürlich eklig, ne? Ich finde die Darkrooms eigentlich gar nicht mal so schlimm. Nur, wenn du halt natürlich keine Lichter hast, schwierig. Okay, er hat 500 Coins, das ist gut. Was, du brauchst noch mehr? Wofür braucht er denn noch mehr als 500 Münzen? Da bin ich ja mal gespannt. Jetzt der Sweat, Leute. Schwitzermodus drin. Papier gezogen. An die Tür. Ich bin immer so der Bücher-Stealer, Leute. Also so Bücher klauen und so, da bin ich recht fix. Meistens immer Mate, der den Plan holt, ne? So, kurz mal checken. Bruh, du hast nicht gelootet. Loot ist wichtig, hat er gesagt. Und vor allem brauchen sie das Gold ja jetzt. Aber man kann ja auch in die, also wenn man im Jeff-Shop war, in die nächsten Räume gehen und da auch noch looten. Das ist ja möglich, wie er da hängt. Digga. Das sieht so dumm aus, Mann. Der sollte jetzt lieber ein bisschen durchziehen. Oh, ich glaube, der hat ihn gerochen. Oh, oh. Okay, I'll leave. Now let's go. Wichtig, Leute. Ha? Junge, war das close. Schnell den Code eingeben. Schwitzermodus. Ja. Ja, gib den Code ein, jetzt schnell. Damn, damn, damn. Sie sind durch. Easy going. Ein paar Minuten später. Hello, hello, oh. Hey, hey.
Bro, what are you talking about, man? Er fragt sich, was ist das denn? Und er sagt, hi, Goblin. Ich will hier Geheimnisse aufklären, aber der weiß nichts. Der guckt dir einfach nur dumm an. Und einkaufen. So, was holen sie sich alles? Wozu braucht ihr dieses ganze Gold, ist die Frage. This is why I said you need more than 500 coin. You buy crucifix. Er soll das Kruzifix kaufen und den Skeleton Key. And my skeleton key. Und er den Skeleton Key. So, und jetzt? Thank you, Monster. Er sagt einfach nichts. Er hat sich wenigstens bedankt. Game secrets. You want more? Oi, all you need hides behind it. Okay. He said we must continue. Okay, er sagt sogar wirklich, man muss weitergehen, ne? But warum dieser fette Furz? Er denkt, dass er den Skeleton Key dem Skelett geben muss, ne? Das ist so witzig. Und er denkt sich, warum nimmst du den nicht? Leute, ich habe das am Anfang auch gedacht, dass er den Skeleton Key dem Skelett geben muss. Oh, sorry. But can you get tips for secrets? Er will Hinweise. Tipps für Secrets. What? Für Geheime. Er will 10 Gold haben. Okay, I understand. Bringt es was, wenn man das da voll macht und dann dem Skelett wieder anspricht? Digga, die sweaten komplett Trinkgeld jetzt rein, oder was? Und was dann? 57. Wow, there must be some things at room 57. Okay. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Noch mehr Spenden? Was dann? We need to find a broken room. Wenn man Trinkgeld gibt? Nein, das sind doch eingebaute Texte, oder? Okay. Selbst sind das Roblox-Texte. Give another tip. Wie viele Hinweise will er denn jetzt? Er sagt schon. Letzter Hinweis jetzt! 50 Coin for this. Er will 50 Münzen dieses Mal. Er ist richtig am Reinschwitzen. So viele Tipps. Komm schon, Trinkgeld. Aber es füllt sich nicht. Ihr seid zu dumm. Das war der Tipp. No! Jetzt lebt er nicht mehr. Skeleton Bob ist tot. Junge. Aber wahrscheinlich gehen sie demnächst noch in A00 und machen da wahrscheinlich nochmal so eine funny Kombi. Ich bin gespannt. Jetzt müssen wir erstmal zum Secret Room. Locker, die sterben am Secret Room. Ich fühl's. Er meinte 57er Tor, ne? Lockpick brauchen sie. Stell dir mal vor, die benutzen jetzt den Lockpick. Digga, der epische Mega-Loot, Alter. Die sind ja so am Durchziehen. Da ist nichts mehr übrig. Tür geöffnet. Da ist der Dark Room. This room is broken. Sind sie im richtigen Raum? Wow. Was das ist, weiß man nicht, ne? Viele sagen, neue Entity ist möglicherweise da. Mal ganz kurz auch der Real Talk. Oh, jetzt sieht's schlecht aus. Lol. Man kann sich hinterm Schrank verstecken? Wusste ich gar nicht. Friend, this room is cursed. This is Blue Room. Das ist der Blue Room, sagt er. Der Raum ist verflucht. Aber ist hier irgendwas im Blue Room? Eigentlich immer nur der Schlüssel wird so angezeigt, ne? Okay. Die kommen irgendwie nicht zum A000 Room. Also A0 kriegen die jetzt irgendwie nicht. There must be something secret in this room. Oh, Stage 64 erst. Das ist aber ganz schön spät gekommen jetzt, der Room. Sie müssen jetzt alles durchsuchen. Und sie wollen natürlich zu dem Schrank, ne? Da ist er. What is this? What do you mean by that? Wie die diese Memes immer benutzen. He found a friend. Jetzt holen sie sich das Secret. Geil.
Das ist ein Labyrinth. Ein Riesenlabyrinth. Das Bild da drin ist so crazy. Da gibt es irgendwie so ein Bild drin, das sieht. Das hat so ein bisschen. Hat was vom Weltall. Guckt da links, ne? Ganz mieses Bild. Und sie sind drin. What is that? Oh my God! Fellowship God was right! A 0000. Let's go! Jetzt müssen wir das Ding aufknacken. Ja, perfekt. My turn. Und jetzt sein Zug. Er öffnet, Digga, dieses, wenn die Tür geöffnet wird. So mystisch. Und jetzt gehen sie rein. Let's go. Und nun sind sie in den Rooms. Wir sind in der Zukunft. Yeah, 2070, klar. Oh, die Taschenlampe, ich finde die so nervig. Man kann eigentlich auch die normale Taschenlampe da spielen, Leute. Es gibt genug Batterien. Green flashlight. Okay. Time to go. It is 2070. Let's go. Die gehen jetzt nicht. Bro. Hier gibt es Schränke. Du weißt genau, was das mal bedeutet. Es gibt Entities. Genau das bedeutet es. Man sieht richtig, wie dunkel das jetzt wird, ne? Hier so heftig Zeit-Timelapse durchgezogen. So viel später, dass der alte Erzähler gekündigt hat und man einen neuen eingestellt hat. Hier sieht man es, ne? Diese Filmbalken, die machen alles wirklich richtig filmreif. Diese Filmbalken, ganz wichtig, Leute. Yes. We are close to room 60. Sie sind sehr, sehr nah dran. An Room A60 und sie wissen, was das bedeutet. Die werden jetzt gerippt. Das Schwierige ist halt, dass man den nicht hört, ne? Oh, Bruder. Oh nein! Stopp hat die genatzt! Ah, das ist der Schlimmste. Da, an den stirbt man eigentlich immer, wenn man diese Rooms das erste Mal macht. Und er sagt, es wird nicht hart, heute das Game zu gewinnen. Aber er geht wieder zu zweit rein für Hilfe. Man kennt ihn. Er gibt einen Code hier ein. Sorry. Bouthead. Was? Der geht niemals. Use Code SORRYBOUTZED. Okay, wir werden das mal checken. Okay, Freunde, da sind wir auch schon. Ich gehe in den Shop. Sorry about Z. Der Code ist ungültig oder abgelaufen, hä? Ach komm schon. Tja, Leute, was soll ich sagen? Der Code funktioniert bei mir auf jeden Fall nicht. Mann, sowas Blödes. Okay, gucken wir einfach mal, was hier jetzt so läuft. Und Ennis ist alleine drin. Er holt sich anscheinend irgendwie noch einen zweiten. Wait, what? Speed Runner Guy 1934. Oh no. Das heißt, er wird jetzt so durchziehen. Wenn das ein Speedrunner ist, viel Spaß. Er holt sich zweimal Lockpick, also er holt sich komplettes Equipment. Hello. I have won this game. Er hat das Game schon gewonnen, sagt er. Mhm. Ist das der Speedrunner? Wahrscheinlich zieht er gleich so durch. Er öffnet die Tür. Wie oft hast du gewonnen, fragt er. Er antwortet nicht. Nur einmal. Einmal ist doch irgendwie gar nichts, Mann. But I speedrunner and speedrun game. Aber er ist ein Speedrunner und der Speedrun Games. Okay, das sieht aber irgendwie nicht so danach aus, als wäre jetzt der Profi-Speedrunner hier. War so ein Roblox-Door-Speedrun. Er hat Doors in 6 Minuten geschafft, sagt er. Das ist doch Müll, Leute. Als ob das möglich ist. Niemals. Okay, er geht jetzt hier in den Keller und hat den Schalter nicht. Wait, what? Ist es dein Ernst? Why didn't you open the door? Oh, Junge. Geiler Speedrunner, Bro. Ist er in der Lage, das Ding zu finden? Junge, ist der dumm. Oh, regt mich das jetzt schon auf. Oh. Wow. Und jetzt geht's weiter. Sie sind erst Room 7, oder? Oh, no. Und das Auge.
Der hat ja eine Sonnenbrille auf, da passiert ja nichts. Ist der jetzt tot? Nein, er lebt noch. Okay, Digga, let's go. Tür Nummer 11. Tür Nummer 12. Incoming. Oh, oh, was heißt das? Wie hast du in 6 Minuten gewonnen? Bin immer auf seine Erklärung gespannt. Lol, das Game ist easy, sagt er. Ach Junge, das sind immer die größten Vollidioten. Vor allem sehen die auch immer so dumm aus, Leute. Es gibt 100 Türen, nicht 50. Trust me. Welche Tür ist real? Trust me, Junge. Ich sag 15 ist RIP. Er geht rein, er wird so draufgehen, Digga. Er wird so draufgehen, Digga. Er will 16 gehen, oder? Don't worry, he's 16. Er sagt, keine Sorge, es ist 16. Und er wurde direkt mal gegessen. Okay. Nächstes Mal gehst du als erstes sagen, ich bin fast gestorben. Ich dachte, der Speedrunner. Ist doch Profi oder nicht? Er sagt, Game is easy. Tür 20, 21. Also, sie kommen ja gut durch. Taschenlampe auch noch gelootet, wie man gerade sieht. Hä? Oh, Junge, das war aber richtig Gold, ne? Ist da noch ein? Ja. Oh, mein Gott. Diese Truhen sind so sexy, Mann. Und das nervt halt, wenn ein Kollege daneben steht und du müsstest Dietrich benutzen. Was ist das? This is secret case. Only I can open. Nur er kann sie öffnen, sagt er. Er nimmt sich den Dietrich. Der Loot hat geschmeckt. Aber sicher. Wenn man so eine Kiste aufmacht. Er hat alles genommen. Wenn man so eine Kiste aufmacht, das ist schon worth auch, ne? Wenn man so Dietrich dafür verwendet. Wenn man den im Jeff-Shop wieder nachkauft. Kann man schon mal machen. Die ziehen jetzt richtig durch. Der Seekrun. Der Speedrunner, Digga, der muss doch durchziehen. Okay, entspannt. Er hat auf jeden Fall Sieg besiegt. Bin ich mal gespannt. Noch eine Kiste, aber die kann man so öffnen. Ich hab das schon kommen sehen. Diese Leute, die sich an die Kiste stellen und dir dein Gold klauen. Digga, da hast du dich auch immer drauf. Verzieh dich doch, Junge, ist meine Kiste. Weißt du, ich mein? Dann kommen sie. Ey, lass mal gucken. Digga, lass mal. Looten direkt alles weg. Boah, da till dich auch immer so rein, ey. I think it is 38. Er denkt, es ist 38. Go 38. Also 38 gehen. Digga, trust ihm nicht. Yes, trust ihn nicht, 38. Trust ihn nicht. Nein, mach nicht. Es ist die 39. Let's go. Das Gesicht auch noch. Zu geil, ey. Ich finde das richtig entspannt. So ein bisschen Doors zuzugucken, wie sie halt zu looten. Ne? Kann man sich so geile Tipps abgucken. Und wir streamen auch. Nachdem ich dieses Video hier aufgenommen habe, Doors auf meinen Hauptkanal. Ich habe so Bock zu zocken, Mann. Das wird richtig chillig. Ich habe sehr, sehr Bock. Okay, Endgame. Der letzte Boss. We need to defeat him and win. But I never win before. I thought you already win. Hä? Er sagt, er hat noch nie gewonnen. Sagt, er ist ein Speedrunner, kein Gewinner. Aber er hat doch gesagt, dass er einmal gewonnen hat. Okay, sie haben 5 Minuten, um den Boss zu defeaten. Let's go. Schaffen die easy in einer Minute, Mann. Oh, Junge. Der Schwitzer. Oh Gott. Er hat ein einziges Ding gefunden, ne? Und er dafür richtig viele. Das kenne ich bei Zoe auch. Oh, oh. Was macht er da? Bro, sollst du nur den Code? Mann, gib mir doch den Code einfach. 8, 9, 2, 7, 5. Let's go. Ey, gebt ihn ein. Ich sag euch, safe, Leute, safe, der ist falsch. 100% safe call, der ist falsch. Ich wette.
Wait, what? Come on, come on, yes! Es war so klar! I knew it. Oh mein Gott. Er hat sogar beim zweiten Mal den falschen Code durchgegeben, aber ist okay. Der spanische Goblin, hä? Huh? War einfach eine Batterie im Jazz-Shop? Krass. Time to get my favorite item. Er will sein Lieblings-Item holen. Wahrscheinlich die Pille. Die Pillen wird er sich nehmen, weil er damit ein Speedrunner sein kann. Der kriegt das Kruzifix. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, Leute. Oh, ist das lost, Mann. Er will das auf Ambush benutzen. Ist ja strategisch eigentlich auch echt eine gute Idee. Weil man Ambush damit natürlich big aus dem Game nehmen kann, ne? Aber ich glaube, Digga, der stirbt vorher. Oh, oh. Was ist da jetzt los? Was ist das denn? Was war denn das da für ein kleines Kind gerade? Illegal, Digga. Das war ja nicht mal angezogen. Meine Güte. Ich sag ja, ey, passt auf eure Kids, ne? Und auch ihr Kids. Passt bitte auf. Nehmt euch niemals halbnackig auf, so. Das ist einfach nicht cool. Dann seid ihr später in so einem Meme-Video drin, ne? Ja, das habt ihr dann davon, ne? Ist nicht cool. Jetzt wieder Dupe. 59er Tür, easy. Glitch hat die... Hä? Bringt Glitch dich eigentlich nicht immer auf die nächste Tür? Tatsächlich, die Tür hinten ist zu. Er hat quasi jetzt den Roblox-Doors-Verlauf geändert. You go there, me go there. Okay, die teilen sich beide auf. Okay. Okay. Er sieht ihn gleich so safe wieder den Schalter nicht sehen. 100% sieht der Typ wieder den Schalter nicht. Der Speedrunner-Pro. Er geht rüber auf seine Seite. Ja, der Schalter ist bei ihm. Da sieht er ihn. Er hat es schon gemacht, aber hat nicht mal Bescheid gesagt, okay? Junge. Zieh durch. Wait, what? Kruzifix? Yo! Hey, warte mal. Ich wusste gar nicht, dass das da so hängen kann. So ein gratis Kruzifix, Digga, ist schon lässig. Jetzt haben sie sogar schon zwei Stück. Oh, die können eigentlich so damit punishen. Gut zu wissen. Das werde ich später auch mal bei mir checken. Jetzt nehmen sie sich die coolen Pflanzen, ne? Das beste Buff. Oh, der Goldloot, der schmeckt so heftig. Aber wann benutzt ihr das Kruzifix jetzt? Ihr wollt es auf Sieg bestimmt benutzen, oder? Safe. Einmal Sieg und bestimmt einmal Ambush. Kann ich mir gut vorstellen. Es geht los. Warte. Oder? Doch nicht, warte. Sie wollen es nicht. Für Sieg das zu benutzen ist aber auch nicht so worth, Leute. Bin ich ehrlich. Ist nicht so worth. Easy. Die sind durch. Auch nicht schlecht. Wer hat jetzt das Kruzifix? Ja, für Dupe. Oh. Almost got me. Wait. What? Do you remember last room? Können Sie sich an den letzten Raum erinnern? Nein. Nimm das Kruzifix in die Hand. A few moments later. Das wird gleich so cool editiert. Er sagt, das ist 76. Okay. Okay. Der Dupe. Trust me. Er sagt, vertrau mir. Er nimmt das Kruzifix in die Hand. Nein, er will ihm nicht vertrauen. Er will 77 gehen. Er vertraut ihm nicht. Wir wissen, was das jetzt passiert, was das jetzt bedeutet. Okay. Hätte er mal früher nehmen müssen, das Ding. Mann, die haben zwei Kruzifixe. Benutzt die doch endlich mal. Down. Ha! Why didn't you go? A few minutes later. Oh, das Kruzifix gegen den wäre auf jeden Fall richtig big. Hä? Die haben den echt ausgeschaltet? Wow! Und damit bleiben sie da drin.
Okay, das muss ich definitiv auch mal ausprobieren. Gegen Hall das Kruzifix zu benutzen, das ist natürlich der Premium-Move, ne? Heiliger Aal. Krass. Watch this. Guck mal hier, sagt er. Hä? Er ist mit dem Kruzifix gestorben. Oh mein Gott, der Speedrunner-Guy in den 90ern. Das ist immer so belastend, wenn man da stirbt. Komm, Digga, zieh durch. Das schaffst du easy. Hier ist halt Rush auch ein bisschen leiser, ne? Boah, Junge. Digga, das war gerade aber ziemlich hell. Digga, war das knapp. Er hat's geschafft. Ab in den 100 Rooms. Das Ding muss er jetzt zu Ende bringen. Weiß nicht, ob er das Kruzifix noch am Start hat. Ich glaube, alles auf chillig. What is that? Boom. Mit Dietrich easy aufgemacht. Kann man die Dinger eigentlich vorher holen? Nee, kann man nicht, ne? Ohne Dietrich. Ja. Okay, alles chillig. Feger, ganz nach Plan. Nein. Der Schrank ist die schlimmste Sache, die es in diesem Game gibt. Echt so. Was macht der jetzt, ne? Bruder. Der Speedrunner-Guy sagt, nutzt das Kruzifix auf Feger und kill ihn. Also. Weg mit ihm! Feger wird ausgeschaltet. Nice. Easy. Oh. Anscheinend wohl doch nicht. Er hat auf jeden Fall Bock und. Geiler Erfolg auf jeden Fall. Da ist Alex. The Justin, 55. Und er fragt: Bist du ein Freund? Spielst du ohne mich? Weil wir Freunde sind, spielt man nur mit mir. Okay. Die beiden begrüßen sich erstmal. Hallo, Freunde. Hallo, Leute. Ich bin's, Denno. Und er hat ihn jetzt erwischt, ne? Wie er Doors ohne ihn durchspielen will. Okay. Komm mit mir. Die gehen rein. Ein paar Momente später. Und sie machen sich ready. Sie sind ready to go. Und es geht jetzt erstmal wieder entspannt los. Ne? Da passiert gleich wieder so ein Müll. Ich weiß jetzt schon. Okay, ja. Erste Door. Oha, was ist das für ein Room, Mann? Sehr cool. Oh, wow! Im ersten Room? Die Spinne, Digga, Timothy. Zu gut, Leute. Die Spinne hat mich die ersten beiden Male echt immer super erschrocken. Oh, no. Das, Digga, das war doch Room 3, oder nicht? Woher wissen... Also, das können die unmöglich... Das können... Hä? Warum ist Stube denn eigentlich so nah dran? Was ist das denn? Let's go to the start. Jetzt ist Big Brain Time. Sie gehen nämlich ganz schnell zum Start und zählen dann das Level nochmal durch. Also, das ist Room 1, ne? This is Room 2. Room 2. Ich habe Room, ich habe drei Rooms davor gezählt. Genau. You have to go room 3. Hä? Also müssen Sie Room 3 gehen? Bist du dumm? Hä? Was war das gerade, Leute? Habt ihr es gesehen? Der Teleport, der. Boah, die ganzen Schränke. Ich frage mich manchmal, warum die so viele Räume mit Schränken da überhaupt gemacht haben. Ob da nochmal irgendwas ganz Brutales kommt. Oh, oh. Room 8. Oh, ich liebe diese Truhen. Haben die kein Dietrich dabei? Yes! Digga, Loot auf ganz entspannt. Digga, ich lieb's. In Roblox. Was war das gerade? Diese Augen? Jetzt kommt auf jeden Fall erstmal Rush. Junge, war das knapp. Taschenlampe rollt. Oh oh, Screech ist da. Dreck. Screech ist Dreck, Leute. Viele versuchen ihn mit Kruzifix immer zu basten. Wir haben es noch nicht geschafft. Man sagt immer, dass Screech, dass der einen angreifen muss, dann knallt das Kruzifix rein. Aber ich weiß, oh mein Gott, du bist schon wieder da. Oh, er ist smart. Easy. Big Brain.
Sag mir nicht, du bist da schon wieder. Nein, nein, nein. Oh, Baby. Komm schon, komm schon, komm schon. Kein Loot. Digga, so fühle ich mich, wenn ich richtig viel Loot aus den Schränken rausgrab. Und da kommt Rush wieder. Let's go. Besser ist. So. Sie können wieder auf Mission gehen. Hä? Wo ist der Ausgang? Hä? Was macht der da? Er fragt, ob es ein Bug ist. Junge, bist du dumm? Hä? Ach, da waren gerade... Laufen die gerade zurück? Nee. Ein paar Minuten später. Jetzt holen sie den dicken Loot wieder. Und er hat die Kerze, ne? Das ist nicht das Secret-Item, das stimmt. Sie müssen auf jeden Fall jetzt gegen Sieg spielen, also alles entspannt. Da kann das Kruzifix drin spawnen, in dem Room, den ihr eben gesehen habt, falls ihr es noch nicht wusstet. Und, ja, jetzt geht's rein, ne? Sieg, Bruder. Der Schwitzer-Modus, Digga, rein! Aber warum sind die so langsam, Junge? Warum sind sie so langsam? Stell mal vor, du hängst da so. So. Hey, was ist das? That's pretty good. Oh, nice. Digga, Loot. Friend, I have a lot of diamond. Er hat eine Menge Kohle, sagt er. 250, das sage ich jetzt nicht so viel. 355 halte ich für ein bisschen mehr. Ich hatte schon mal Stage 5, also als wir Stage 50 waren. Wait, what? I don't know what I'm doing. 600! Ist das Ambush? Bro! Warum kommt der so früh? Hä? Was? Seit wann kann Ambush denn so früh kommen? Die haben es geschafft, ne? Ambush zu surviven ist schon, also kann man sagen, ist schon auf jeden Fall stark. Ja, das Spiel ist gefährlich heute. Sie müssen aufpassen, dann müssen sie auf jeden Fall. Er ist fast tot. Batterie, Taschenlampe, schmeckt. Es geht weiter. Stage 46. Jetzt müssen sie gleich gegen Figger. Junge, diese Rooms so clean und easy. Die sind so klein. Direkt nächsten Room, ne? Fast Room-Skip eigentlich. Und jetzt geht der Figger-Fight los. Figure time. Wie er sich in die Kamera platziert hat. Figger ist nicht so schlau wie vorher. Die können einfach rennen, sagt er. Die können einfach rennen. He is still smart. Okay, er ist immer noch schlau. Wir müssen kriechen, sagt er. Ja, besser ist das auch, ne? Boom. Gut, Bücher rausgezogen. Oh, da vorne. Boom. Letztens wurde Kollege am Schreibtisch geholt. Keine Ahnung, wie das möglich ist. Auf jeden Fall haben die alles am Start. Code können sie easy knacken. Was geht mal dem ab? You found it! Hast du es immer noch nicht gefunden? Nein, Mann, das braucht Zeit, Digga. Stress mal nicht so. Wenn dein Mate immer nervt, ne? Da triggert's mich auch richtig. Oh, oh, oh. Komm schon, komm schon. Und easy. Die sind durch, die sind durch. Aber wo geht's heute hin, frage ich mich. As a nasty kick, man, don't get on. Yeah, best place. Friend. Digga, bester Spot. Ich sag euch, der Death Shop ist schon befriedigend auf jeden Fall. Was ist dein favorite Monster hier? Also das Skelett. Also der Jeff ist eigentlich geilste, ne? Jeff. Huh? Skeleton Bob. Die feiern Skeleton Bob. Skeleton Bob. Digga, der riecht doch nach Fliegen, Mann. Er nimmt den Skeleton Key. Was macht der jetzt? Er nimmt Kruzifix. Okay, sie gehen weiter rein. Boom. 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 Wait, what? Hä?
Skeleton Was machst du mit dem Bild? Er hat ein Geschenk für Skeleton Bob. We have a mission to do. Hä? Hat er das da gerade abgegeben? Gehen die Secret Rooms? Nein. Es kommt Rush, ne? Da sind Schränke. Okay, doch. Ich habe da letztens den Erfolg bekommen, dass ich mich irgendwie vor Rush versteckt habe im Licht, oder? Wow! Hä? Was war denn das gerade? Digga, einfach Glitch gewesen. Auf jeden Fall sind sie gut im Mut. So viel kann man sagen. Warum schreit er so laut? Ich check's noch nicht. Was haben sie vor? Sie wollen A-Room gehen, oder? Die gehen A-Rooms, Digga, safe. Das ist eigentlich der Spot dafür. Okay, sie gehen nicht. Die wurden echt geholt, er ist in den Room gelaufen. Digga, was ist das denn für ein Dulli? Er dachte, er kann sich in dem Room verstecken, aber er kann sich wiederbeleben. Digga, wenn du jetzt seine Items klaust, Unehrenmann, ne? Okay, sie können weitermachen. Wichtig und richtig. Secret Room. Boah, ich lieb den, ne? Seine HP ist full, aber er sagt, ey, ich weiß, deine HP sind wenig, ne? Dein Herz schlägt stärker, stand da drin. Und jetzt gibt's die zweite Sieg-Sequenz. Schaffen sie es heute durchzuzocken? Komm her, Boy! Oh, geil, ey. Oh. Ja, easy going, oder? Easy going, oder? Safe. Auf entspannt. Digga, diese Door, wie die zugeklatscht ist. Warte. Es gibt hier ein Secret Monster, sagt er. Ja, das haben wir tatsächlich auch schon drüber nachgedacht, weil da so Kratzer an der Wand sind, ne? Neuer Hinweis auf eine neue Entity. Es muss ein Secret Monster geben, sagen alle. Alle glauben, ist das Secret Monster? Gibt's da eins? Leute, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr glaubt. Vielleicht habt ihr auch Infos oder so. Würde ich gerne... Oh nein, Halt kommt. Digga! Bullies! Nimm das Kruzifix, Bro! Mach den weg! Halt glitched again? Warum nochmal geglitcht? Weiß ich nicht warum. Aber... Erster verstecken. Oh, oh. Hä? Was war das denn gerade? Moment mal. Das habe ich nicht ganz verstanden. Irgendwas hat ihn da gerade angegriffen. Das müssen wir jetzt nochmal anschauen. Stopp. Habt ihr es gesehen? It's their spec. Encounter the void. Treffe die Leere an. Was soll das denn bedeuten? Die Leere? This game is not easy anymore. Das Game ist nicht mehr so easy, sagt er. Es ist wirklich schwer. Ist so. Gerade am Ende. Figure Level 100. Gerade sehr broken in der Meta. Aber es sieht so aus, als würden sie es schaffen. Nice. Fragt, habt ihr schon geliked und subscribed? Nein! Direkt die Pumpkin. Ja, genau das, Leute. Genau das passiert nämlich mit solchen. Also... Meinen und Ennis Kanal abonnieren, dann sind wir so. Hä? Versteckt er sich im Schrank? Digga, ich schwör's dir. Der Schrank, Feierabend. Hä? Er ist einfach vorbeigelaufen. Ich sag ja, selbst das Liken und Abonnieren ist lustig gemacht. Und er fragt, bist du in den Schränken? Oha. Iggy, also im Schrank ist auf jeden Fall nicht. Ho,
OMG Room 50. Oh mein Gott, Room 50. Und er will jetzt abhauen, ohne zu abonnieren, aber... Hey, du, sagt sich Ennis. Hast du schon geliked und abonniert? Nein. Das war's für ihn. Digga, Leute, was ist denn das jetzt hier? Hat er eigentlich Polizeischild? Oh, das ist jetzt aber ganz belastend. Okay. Der ist sowas von dead. There is no exit. Es gibt keinen Ausgang. Bruder, geil. Also, Ennis, Digga. Oh mein Gott. Er hat geliked und jetzt abonniert. Stopp. Hab ich gemacht? Ich bin jetzt auch im Club der Coolen. Freunde, muss man auch mal ehren. Also sehr, 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 sehr geil. Jetzt geht's aber wirklich los. Wir sind in Doors. Und oh, es sind anscheinend ein paar Randoms dabei. Die freuen sich schon. Er versucht zu skippen. Aber der eine ist noch im Shop, ne? Passiert nichts. Ey, ich hatte es letztens auch. Ist so nervig, Leute. So, was passiert da? Sie gehen erstmal natürlich Schlüssel holen. Hä? Die versuchen nicht mal den Schlüssel zu holen. Digga, die Effekte sind wieder on point. Okay, was haben wir da? Ein paar Minuten später, was haben wir da noch so? Es ist ja erstmal entspannt durchgelootet. Boah, ich habe auch richtig Bock, wieder eine Runde Roblox Doors zu zocken, ne? Gott sei Dank machen wir jetzt wieder Stream. Mit Randoms ist so lustig, Mann. Warum glänzt eigentlich, Digga? Ganz kurz, warum glänzt eigentlich meine Stirn so heftig? Hab ich da jetzt ein Haar? Tatsächlich. Ja, was soll ich sagen? Der Struggle, ne? So, wir sind Room 8. Oh, oh. Taschenlampe. Taschenlampe! Er hat sie genommen. Oh mein Gott. Fully loaded. Alter, war das knapp. Er reibt den erstmal die Taschenlampe oder die Nase, ne? Würde ich aber auch machen. Bin ehrlich. Also in Randoms gönne ich auf keinsten was. Let's go. Boom. Schalter unten. Boom. Geht weiter. Room 11. Sie sind schon am Bilder einsortiert. Bro, was ist das denn? Der ist doch dumm. Okay, er packt das Ding jetzt weg. Ja, manchmal leckt die Leitung von den Randoms so krank, Mann. Schalter runter, weiter geht's. Nein, einer ist schon disconnected, Leute. Dem ist das ja völlig egal. Oh mein Gott. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh mein Gott! Der wurde gerade weggerippt. Er hat ihm den Schrank geklaut, ne? Und ein Feuerzeug gelootet. Are you serious right now, bro? Let's go. Jetzt ist er alleine unterwegs, auch nicht schlecht. Der lebt immer noch nicht, ne? Ich glaube, er hofft, dass er sich wiederbelebt. Weil Doors alleine ist schon auf jeden Fall nicht ganz ohne. Hey, disconnected. Ja, er ist weg. Direkt disconnected. Aber er kann den Loot für sich komplett selber taken. Beste Leben. Macht er gut auf jeden Fall bisher. So, gucken wir mal. Dietrich hat er auf jeden Fall dabei. Hat das gerade... Oh, okay. Digga, der ist ja richtig am Durchlooten. Er müsste sich jetzt auf jeden Fall... mal ganz schnell unter Bett verstecken. Junge, hat er sich Zeit gelassen. In diesen Räumen ist das Kruzifix manchmal dran, ne? Ist schon worth, da auf jeden Fall genauer hinzusehen. Da liegt eine Kerze, nice. Die Kerze zeigt auch an, wann Enemies kommen, ne? Da, ja, man sieht's. Also die Kerze erlischt dann sozusagen. Und jetzt geht's wieder los, Digga, der Sieg Run. Oh no! Er musste nochmal umdrehen, er hat es aber geschafft. Hat er die Pillen geschluckt? Kann sein. Feuer brennt nicht. Er hat es geschafft. Easy going. Let's go. Und der hat ja... Der dauert. Das braucht ja ewig lange.
Okay, den ist er los. Man kann das so nice machen. Ich finde seine Videos sehr, sehr unterhaltsam, Leute. Schränke gehen auf, nichts drin. Oh, Digga, Billo-Loot, ne? Ah, Billo-Loot ist so nervig. Beim letzten Mal hatte er eine komische Entity, die habe ich noch nie gesehen. Falls ihr das Video noch nicht geschaut habt, guckt einfach mal das letzte Video davon an. Und checkt mal irgendwie so Minute 8 oder so aus, irgendwie so da so rum. Da gab es eine neue Entity, da muss ich auch nochmal zurückspulen. Das war richtig komisch. Die hat ihn irgendwie wehgetan. Aber das war's auch. Also kein Timothy oder so, ne? War komplett was Neues. Aber ja, muss jetzt auf jeden Fall erstmal gegen Figure hier bestehen. Room 50 ist eigentlich mittlerweile sehr easy. Okay, er hat schon viel gefunden. Boah, also die Library alleine durchzusweaten, eklig. Oh Gott, oh Gott. Er hat ihn nicht gesehen. Was geht denn jetzt schon wieder bei Figure ab? Mach dich weg. What? Der buggt auch in letzter Zeit so oft rum. Gerade Level 100, ganz schlimm mit dem, ne? Ganz, ganz schlimm. Er kann das Buch jetzt ziehen, sehr gut. Ist da noch irgendwo eins? Nein, er muss den Plan erstmal holen. Jetzt werden die Medics gleich ausgepackt. Ah, er lootet noch schnell durch. Ja, er hat schon alle... Junge, seit wann... Digga, seit wann spawnt da was? Wusste ich gar nicht. Ich glaube, er ist fast fertig. Da ist das vorletzte Buch. Das letzte Buch, glaube ich. Nee, er muss noch. Jetzt kommen die Mathematics. Er muss kalkulieren. Eins, zwei. Ja, wie viele Einser sind da drin? Okay, das ist ein entspannter Code. 1, 2, 1, 5, 2. Das kann man schnell eingeben. Sehr gut. Easy. Was? Digga, Figure hat ihn einfach genommen. Oh mein Gott, er hat schon auf den Knopf gedrückt. Oh mein Gott, es geht wieder neu rein. Alter, ist das sad, Leute. Das ist ja richtig belastend. Jetzt geht er mit den Tränensäcken da los, ne? Also, Digga, das bockt doch safe nicht. Jeder holt sich Key. Alle machen auf. Digga, alle Speedrunner. Ey, ich hasse die Leute in Roblox, die so am Durchziehen sind. Sie kennen nichts anderes. Sie gehen und rennen und looten nichts. Sie sind einfach nur am Durchziehen. Würde ich so safe nicht machen. Guck. Die machen kurz einen Prozess, die Jungs. Sind auf jeden Fall nicht schlecht. Das kann man schon ganz klar sagen. Er ist vor denen. Er ist vor denen. Direkt Room 12. Rush kam anscheinend immer noch nicht. A few minutes later. Oh mein Gott, mit den Loot-Geiern unterwegs. Das ist so ärgerlich. Huh? Ja, kann man machen. Alle schwärmen in irgendwelche Räume aus. Ja, was geht denn da drin ab? Digga, die looten den gleichen Raum. Das ist manchmal so bescheuert. Ich hasse das auch. Let's do this. Wo ist denn der Schlüssel? Och, Leute. Oh, Mann. Ja! First try. What is that? What? Digga, die checken's nicht. Die checken's nicht. Oh mein Gott, sie wissen genau. Sie wissen genau, er hat den Schlüssel. Oh. Da hinten ist einer irgendwo in den Room reingelaufen. Der ist gleich so dead. Ist der dämlich? Bro, den hat's ja komplett zerrissen. Oh, das tut weh. Die Leute, die in Doors halt keine Ahnung haben, ne? Der Pepsi-Guy kommt nicht mehr. Der ist auf jeden Fall dead. Ja, er ist raus. Das war das letzte Mal, als man ihn gesehen hat. Guck.
Und dann kommt da Sieg, Rush um die Ecke. So gut. Bilder tauschen. Macht es ordentlich. Ich habe so das Gefühl, die werden early sterben wegen irgendwas dumm. Safe. Einer geht, glaube ich, locker Dupe. Safe. Sieht nicht danach aus. Boah! Nach diese Spinne, ne? Schwierig. Aha. Ich wusste das. Ich wusste, dass einer Dupe reingeht. Es war schon klar. Oh, schnell verstecken. Ich glaube, einer ist dead. Einer hat es, glaube ich, nicht mehr geschafft. Ja. Erstmal die Kerze scammen, ne? Ein Like, gleich ein Rip. Bin ich down für. Gucken wir mal, was er da hinten auspackt. Es kommt der Seek Run mit seinem Kollegen. Und man sieht schon, also 30 Stages und 2 sind dead. Aber der Typ hat auf jeden Fall noch richtig Bock. Der ist ready. Es geht los. Seeky Boy! Hallo, Freunde! Und der muss jetzt mit seinem Mate richtig durch. Was ist das denn? Easy. No, no, no. Geil, ey. Sein Mate hat auf jeden Fall überlebt. Das spricht für ihn. Jetzt müssen sie sich mal ein bisschen beeilen. Ich würde sagen, spudet euch mal. Also wenn die wieder Stage 50 sterben, ne? Feierabend. Dann bin ich done. Dann bin ich echt done mit dem. Rush kommt? Nein. Sie machen Wettrennen zum Schalter. Ambush kommt! Was? Und die sind im Keller? LOL! Ja, Leute, das war's wieder mit einem weiteren Video auf diesem Roblox-Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn wir mehr Doors machen sollen, wisst ihr, was ihr machen müsst. Hashtag Doors in die Kommentare rein. Danke fürs Zusehen. Dickes Küsschen. Denno, out!